Willkommen bei Giugiaro heißt dieses Format. Ich bin Musikmanager und Bundestagskandidat für Spandau und Charlottenburg-Nord. Ich wünsche zunächst einmal frohe Ostern und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier in Spandau, wenn auch nur digital. 2006 wurde er in Köln zum Weihbischof ernannt. 2013 ging es dann nach Dresden-Meißen, wo er Bischof wurde. Seit 2015 ist er Erzbischof hier in Berlin. Er ist Vorsitzender der Kommission für Familie und Ehe und wird deshalb landläufig als Familienbischof bezeichnet. Ich möchte mit ihm über den Glauben in der heutigen Zeit, über die katholische Kirche und ihre Herausforderungen, als auch über die christlichen Werte, die universell sind, sprechen. Bitte heißt ganz herzlich willkommen Erzbischof Dr. Heiner Koch. Ich freue mich, dass ich heute den Erzbischof Dr. Heiner Koch bei mir begrüßen darf, bei Willkommen bei Giugiaro. Herr Erzbischof, Sie haben ja irgendwann mal den inneren Ruf verspürt, Priester werden zu wollen. Man spricht ja von einer Berufung. Können Sie vielleicht was darüber erzählen? Wie hat sich das bei Ihnen zugetragen? War das klar, dass Sie Priester werden, oder ist das im Grunde genommen plötzlich eine Entscheidung gewesen, mit der niemand in Ihrem Umfeld gerechnet hat und Sie alle überrascht haben? Also bei mir war das sicherlich mehr ein Weg. Natürlich gab es Rahmenbedingungen, wenn ich so sagen darf, die es gefördert haben. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, in der ich zu Hause war. Wir haben gespielt dort, ich habe dort Aufgaben genommen, war Messdiener. Es war mein Zuhause auch. Und ich habe Eltern gehabt, die mich überhaupt nicht gedrängt haben, nicht im Geringsten, aber für uns hatte der Glaube eine ganz große, schöne Selbstverständlichkeit. Er hat unser Leben getragen und geprägt. Und das war sicherlich das Erste. Ich habe Pfarrer und Kapläne erlebt, mit denen sind wir durch dick und dünn gegangen. Also das war einfach schön. Richtig zur Sprache wurde das für mich, als ich dann in der Schule war, Klasse 11. Ich meine, ich habe eine Schwester, die ist durch die Kriegsereignisse 13 Jahre älter als ich. Mein Vater war im Krieg, Mutter musste mit ihr 2-3 Mal fliehen. Als ich dann in der Klasse 11 war, war sie schon verheiratet, hatte 2 kleine Jungen. Sie war 30 und mein Schwager war 29 zu dem Zeitpunkt und erkrankte ganz schwer an Krebs mit 29 Jahren. Und wie das bei jungen Menschen oft ist, streute der Krebs, so schnell konnten sie gar nicht operieren oder bestrahlen. Das hat eine Wucht gehabt, früher oder später, sehr schnell war der ganze Körper verkrebst. Und es war völlig klar, dass er starb, man konnte einfach nichts mehr machen. Das war für uns alle, meine Schwester und ihre beiden Jungen, natürlich furchtbar. Aber was ich mitgenommen habe aus dieser Zeit ist, viele Gespräche mit meinem Schwager, sterbend, ganz klar, gläubig sterbend, ohne Illusion über sein Leben, über die, was ihm wichtig war, warum er so gelebt hat, was ihm in der Zukunft wichtig ist, auch sein Glaube. Und dieses Sterben meines Schwagers, der dann relativ schnell gestorben ist, hat mir die Frage gestellt, wofür willst du leben? Was willst du aus deinem Leben machen? Du weißt ja auch nicht, ob du älter als 29 wirst. Wenn du am Ende ankommst wie er, dass man sagt, viele Fehler und Schwächen und es hat nicht alles geklappt, bei weitem nicht, aber für dieses Leben kannst du gerade stehen, das war wert, gelebt zu werden. Also es hat eine Entschiedenheit im Reinigen. Die Frage, was ich beruflich machen will und wie ich leben will, hat so eine Entschiedenheit bekommen. Das fand ich eine ganz große Chance. Das war der Auslöser. Das war der auf dem Weg. Dann kamen natürlich Jahre der Reflexion und des Nachdenkens, ist der Weg richtig und des Studiums. Klar, da verfestigte sich das. Aber der Punkt, der Drehpunkt war sicherlich der Tod meines Schwagers. Wow. Würden Sie den Weg heute nochmal so gehen? Also ja, ich würde ihn so gehen und ihn gehen lassen. Also um ehrlich zu sein, ich habe Glück gehabt. Ich habe in meinem Leben, also als Priester und dann als Bischof, mir die Etappen nie ausgesucht. Also ich habe mir nie gesagt, ich bewerbe mich auf eine Stelle. Ich bin also eine Kaplanstelle in einer großen Stadt in der Nähe von Düsseldorf gekommen, mit einem Vita Communis, einer Wohngemeinschaft zusammen, war herrlich. Dann kam die Anfrage, willst du nicht Studentenpfarrer in Düsseldorf werden? Ich bin dort vielen Künstlerinnen und Künstlern, Musikern, Modeschaffenden, gerade in Düsseldorf begegnet, werde ich mich nie drauf gemeldet. War ein Genuss, ja, war ein Genuss. Der Weltjugendtag kam auf mich zu. Dann wurde ich Bischof, ich hätte mir das nicht ausgewählt. Ich wollte Pfarrer werden, ich wollte eine Gemeinde haben, Pfarrer werden. Dann war ich 2 Jahre in Dresden, das ist ja kurz, in einer völlig fremden Welt. Da haben die mich aus Berlin weggewählt. Also da waren auch schwere Phasen, auch Berlin ist nicht immer leicht. Ich bin froh, dass ich immer gegangen bin. Das ist einfach gehen, es geht weiter und geh mal mit, geh mal einfach mit so ein bisschen. Das hat mir gut getan. Ich habe mich in meinem Leben ja auch mehr oder weniger auch treiben lassen. Ich habe ja viele verschiedene Sachen durchlebt.
angefangen von meinem Abi mit Internatszeiten, dann Zerspanungsmechaniker Ausbildung gemacht in Nürnberg und dann als Musiker war ich dann sozusagen auch aktiv, habe studiert und dann später war ich dann bei einer Plattenfirma und bin eigentlich bis jetzt der Kunst- und Kreativwirtschaft treu geblieben und bin ja jetzt gerade dabei, als Kandidat für Spandau Charlottenburg Nord mich für den Bundestag zu bewerben. Das heißt, die Wege sind manchmal wirklich unerforschlich und man kann das ja nicht immer aktiv steuern. Wenn man mir das vor 2 Jahren gesagt hätte, ich auch nicht gesagt. Aber ich glaube, wenn man so die Hinwendung zum Menschen hat und wenn man ein Interesse am Menschen hat, dann ist das vielleicht der Weg, den man einfach geht und dann führt er einen schon möglicherweise in die richtige Richtung. Also so war es zumindest bei mir. So. Ja, ein Zutrauen zum Leben, das ist das schon. Allerdings dann auch in schweren Stunden, nicht? Ein Zutrauen zum Leben. In guten Stunden mag das ja relativ leicht sein, aber zum Leben zuzutrauen, wenn es schwierig wird und so, das ist dann die eigentliche Bewährung. Ja, aber wenn es schwierig wird, wobei können Sie am besten entspannen? Das ist unterschiedlich. Normalerweise, ich schwimme gern, ich gehe gern ins Opernhaus, ich sitze gern am Straßenrand und trinke Kaffee und gucke Leute an. Also ich kann mich mit Freunden da hinsetzen und Freunden und Leute gucken, finde ich ganz toll. Berge und See, habe ich schon gesagt, und einfach im Grünen sitzen, gar nichts machen. Einfach zulassen. Herr Erzbischof, der Maschinenraum der Kirche, das Kraftzentrum, das sind die Gemeinden. Dort wird gefeiert, dort wird gebetet, dort findet Gemeinschaft statt. Wie empfinden Sie in diese Corona-Zeiten die schwere Prüfung, die auf diesen Gemeinschaften lastet? Wie gehen Sie damit um? Also es ist richtig, dass die Gemeinden für uns eine Kerngruppe kirchlichen Lebens ist. Keiner hätte gedacht, dass das so lange dauert, jetzt also ein Jahr. Ich weiß noch genau, das Chaos vor einem Jahr vor Ostern. Jetzt sind wir ein Jahr weiter und stehen vor neuen Herausforderungen. Da ist vieles nicht mehr so, wie es war. Gemeinschaftserlebnisse, die Freiheit, die Leichtigkeit, das gemeinsame Feiern, das große Auftritte, die Großveranstaltungen, große auch kulturelle Dinge, die nicht mehr stattfinden. Aber auf der anderen Seite ist vieles wunderbar geworden. Also ich bin ganz begeistert, wie Kerngruppen zusammenhalten, wie man digital Gottesdienste feiert, wie man gerade den Schwachen hilft, wenn man zum Beispiel Briefe schreibt, anruft, Einkäufe erledigt, wie man inzwischen auch eine Kultur hat, die Sterbenden nicht allein zu lassen. Also ist es vieles gewachsen, was so vielleicht nicht denkbar war. Aber ich muss auch sagen, für uns sind auch die anderen Orte, die nicht gemeinlichen, ganz wichtig. Also ist es schwierig, ich würde mir wünschen, dass es bald zu Ende ist, aber wir lernen auch vieles und es war für uns auch eine reiche Zeit. Aber was fehlt Ihnen persönlich denn am meisten? Es ist ja auch eine Zeit, in der wir uns alle umstellen können. Wir können nicht so viel reisen, wir können keine Gemeinschaftsfeiern erleben und so weiter und so fort. Die ganzen Einschränkungen, die da schon sprichwörtlich aufs Gemüt einwirken. Was vermissen Sie? Also persönlich würde ich sagen, fehlen mir schon die Urlaubsreise. Ich fahre gerne nach Südtirol und das fehlt mir. Es war dieses Jahr besonders und dann vielleicht auch besonders gut, weil ich hatte eine schwere Herzoperation im vergangenen Sommer und hätte sonst so nicht in Urlaub fahren können. Aber jetzt merke ich, jetzt wird es Zeit. Aber vor allen Dingen, was mir an meinem Dienst und damit auch meinem Leben, das kann ich gar nicht trennen, fehlt, das ist die herzliche, spontane, unkomplizierte Gemeinschaft. Gottesdienste, die voll sind, ja, mit Jugendlichen, Firmungen, wo das Leben ist, wo Bands spielen, wo gesungen wird. Vieles auch da nicht klappt, aber das ist das Schöne, das Zusammensein. Also das fehlt mir schon sehr deutlich. Sie haben vor allen Dingen auch gesagt, die ganzen Bands, die man nicht sehen kann. Für mich ist es ja natürlich als jemand, der aus der Kultur- und Kreativwirtschaft kommt, ich vermisse wahnsinnig die Konzerte, die Tourneen, die ich mit meinen Bands gemacht habe, das gemeinschaftliche, ekstatische Erlebnis vor der Bühne, wenn man Songs gehört hat und sich da auch geradezu ja fast schon abreagieren konnte, sich gemeinsam traurig war und fröhlich war. Also das ist schon etwas, wo ich persönlich hoffe, dass es sehr bald vorbei ist. Aber was wissen Sie, ich war ein Jahr lang jetzt nicht im Theater und im Oper. Ich gehe gerne in die Oper, gerade in die komische Oper. Ich gehe gerne in Konzerte. Ein Jahr lang, das ist auch die persönliche Lebenskultur ein bisschen, die wegrutscht. Also das merke ich nicht nur, dass musikalische, sondern so ein Raum des Atmens, des Hörens, des Bereichertwerdens durch Kultur, das fehlt mir schon sehr. Jetzt hoffen wir aber mal, dass das mit der Corona-Pandemie bald, zumindest in den nächsten Monaten, irgendwann mal mit der Impfung ein Ende nimmt. Man sagt es ja voraus, dass es alles besser werden soll. Wenn wir das jetzt einmal beiseite schieben, was nicht ganz so einfach ist, aber uns trotzdem an was Neues zu wenden, was empfinden Sie eigentlich als das drängendste Problem unserer Zeit? Ich merke, dass in dieser Zeit die soziale Spaltung viel größer auseinandergeht. Das hätte ich mir vor einem Jahr nicht geglaubt. Ich bleibe beim Thema Familie, nicht? Also es gibt viele, die in
Garten haben, die in einer guten Wohngegend leben, die können rausgehen, die können sich bewegen. Aber wenn sie Lockdown haben, in manchem Bezirk, hohe Häuser, kleine Wohnräume, enges Zusammensein, Eltern mit Kindern, Fehlen von anderen Kontakten, zum Beispiel zu Großeltern, das ist ein großes Problem. Auch die Anforderungen der Schule, digitaler Unterricht. Ja, wenn Eltern dabei sind oder Freundinnen und Freunde, die helfen, dass das angenommen wird. Aber wenn da gar keiner mehr ist, der das selbst kann und will und die Motivation fällt weg und der geordnete Tagesrhythmus fällt weg. Also da sehe ich ganz große Punkte. Ich sehe große Punkte im Bereich der Kultur und der Kultur auch des Lebens im ganz umfassenden Sinn. Hoffentlich werden wir nicht ein Stückchen Kultur los. Also es fängt bei Gesten an, die wir nicht setzen, bei Stil, wie wir miteinander umgehen, was wir Schönes schenken, das Schöne. Wo hat das Schöne wieder seinen Platz? Nicht nur das Zweckmäßige, was man haben muss, das Schöne. Also diese Nachhaltigkeit, vielleicht auch der Rückgang der Arbeitsplätze, die Kurzarbeit, das wird ein großes Problem nach meinem Empfinden, um einen wirtschaftlichen Bereich rauszunehmen, der auch wesentlich ist. Ich würde einfach noch vielleicht noch einen Punkt ergänzen, was ich so gerade im Gespräch mit vielen jüngeren Leuten mitbekomme. Sie haben jetzt gerade die soziale Spannung angesprochen, auch die Schere, die sich dadurch ergibt und die finanziellen Belastungen für die Familien jetzt, für viele Einzelhändler oder für viele, die jetzt ihr Geschäft nicht leben können, aber eben auch die Ausgaben des Staates, für die wir irgendwann mal in ferner Zukunft, naher Zukunft auch werden gerade stehen müssen. Ich erlebe aber, wenn ich mit den Kids draußen spreche, dass sie noch ein ganz anderes Thema umtreibt. Das ist nämlich Klima. Also im Grunde genommen Klima und Umwelt, ja. Das ist ja eigentlich, wenn man so sieht, ein ganz ureigenes christliches Thema, nämlich die Schöpfungsgeschichte. Ich habe mich kürzlich gefragt, warum ist das eigentlich so, dass man bei Klima eher an Greta Thunberg denkt als an die Kirche? Also das ist absolut richtig. Ich glaube aber, dass die Kirche für vieles steht und nicht nur für Umwelt, während gewisse Parteiengruppierungen eben nur für das Thema Umwelt stehen und dann stehen sie damit auch in der Öffentlichkeit und im Wiedererkennungswert. Kirche steht aber für vieles. Die steht also für die Gottesdienste genauso wie für die alten Menschen, für die Katechese, wie für die Krankenhäuser und ihre Schulen. Also es ist ein breites Spektrum und es ist dann nicht mehr die Möglichkeit, auf einen Punkt so Aktivistisch. Ich sage mal, das ist so ähnlich wie eine Partei, die ein bestimmtes Wählerspektrum, ein bestimmtes Anliegen hatte gegenüber einer Volkspartei. Das ist dann nicht mehr so klar und eindeutig, hat aber auch seinen hohen Wert. Ich bin aber froh, dass die Frage der Nachhaltigkeit, der Schöpfung, der Umwelt tatsächlich so eine hohe Bedeutung hat. Aber auch da muss man aufpassen, dass es nicht etwa nur ein Thema ist, das man dann von dem Staat und von den Wirtschaftsverantwortlichen fordert. Es sind ja viele Dinge, das wird mir gerade jetzt deutlich, wir lassen uns jetzt alle Waren nach Hause kommen, ja. Und dann sehe ich ja, wie die Laster von Amazon durch die Gegend fahren und jedes Päckchen vorbeibringen. Umweltbelastung. Wie viel Belastung ist eine Jeans? Wie viel Strom brauchen wir für unsere digitalisierte Computerwelt? Wie viel Strom? Das ist ja enorm, was da redet dann schnell keiner mehr von, sondern sagt, ja, also, fehlenden Elektroautos ist der Hauptgrund. Also, so leicht kann man sich nicht machen mit einzelnen Forderungen. Man wird immer die Frage stellen und du und ich. Herr Erzbischof, ich erinnere mich, ich war in zwei Veranstaltungen bei Ihnen eingeladen. Zum einen, wie sich Menschen heute mit Gott beschäftigen und auseinandersetzen. Und zum zweiten war das Symposium Gott mitten im Leben. Haben Sie das Gefühl, dass es vielleicht für die Menschen heutzutage der Glaube möglicherweise zu anstrengend geworden ist? Zunächst mal würde ich sagen, dass für viele die Bindung an Glaube, Kirche, Gemeinschaft verloren gegangen ist. Der größte Teil der Kirchenmitglieder ist ja aktiv bewusst dabei, ohne von seinen Möglichkeiten, Rechten und Pflichten sie in Anspruch zu nehmen. Also es ist tatsächlich ein gewisses Leben da und ich finde, sind noch mit Abstand, immer mit weitem Abstand die größten Gruppierungen. Zweitens, der Individualismus ist da. Man bindet sich nicht an eine Partei, man geht nicht in einen Verein, in eine Gruppierung hinein, man bleibt unabhängig, findet vielleicht mit viel Sympathie diese Gemeinschaft, diese Ordnung, aber zieht sich da raus zurück, möglichst auch etwas unverbindlich. Das Dritte ist, wir haben als Kirche natürlich auch Fehler und Schwächen, die werden in manchen Zeiten besonders offenbar und bei besonders kritischen Leuten, und das sind viele Zeitgenossen ja auch, fallen diese Fehler, ich sage nur Thema Missbrauch oder Thema Sexualität und desgleichen, und dann sagen sie, ja, warum sollen wir die noch unterstützen, wo wir vielleicht wichtige Bereiche unseres Lebens mit ihnen nicht teilen? Also das muss man sehr differenziert sehen. Andererseits, gerade in Berlin ist es für mich immer wieder erstaunlich, wie viele neu dazukommen. Wir haben jetzt Ostern hier 70 Erwachsenentaufen allein hier im Zentrum von Berlin in den Kirchen. Das ist schon erstaunlich und wie viele
auch dabei bleiben, trotz der schwierigen Zeiten. Finde ich auch sehr erstaunlich. Der Senat hat gerade in dieser Woche die Mitgliederzahlen veröffentlicht, der großen Kirchen auch, auf eine kleine Anfrage einer Partei. Und erstaunlicherweise sind die Kirchenaustrittszahlen 2020 gegenüber 2019 zurückgegangen. Ich will das jetzt nicht überwerten. Jeder, der austritt, ist für uns einer zu viel. Aber auch das ist zumindest mal, irgendwas scheint ja den Leuten das zu bedeuten. Aber wir müssen uns auch verändern und in einer veränderten gesellschaftlichen und individuellen Situation auch anders Kirche sein. Sie hatten, glaube ich, 2019 eine Expertenrunde aus Bischöfen, Sexualmedizinern und Moraltheologen, Dogmatikern und Kirchenrechtlern festgestellt, dass Homosexualität zum normalen Form einer sexuellen Prädisposition gehören. Jetzt haben wir vor kurzem gehört, dass die römische Glaubenskongregation Mitte März klargestellt hat, dass eine Segnung für homosexuelle Partnerschaften schwierig ist. Das hat auch der Kölner Kardinal so bestätigt. Wo steht denn Berlin bei dieser Frage? Also zunächst mal ist das ein gutes Beispiel, weil was prallt da aufeinander? Rom hat etwas gesagt, sie halten die Segnung von homosexuellen Paaren nicht für richtig, weil der Segen eigentlich in primär oder gedacht ist für die Ehe von Mann und Frau, die offen sind für Kinder. Und das darf nicht geschmälert werden. So, jetzt sage ich dazu. Ja, das ist für mich auch etwas Besonderes. Also Mann und Frau, die Kindern das Leben schenken, die eine Lebensgemeinschaft auch dauerhaft sind und die das auch im religiösen, geistlichen Sinn tun, das hat eine hohe Qualität. Theologisch sagen wir, es ist ein Sakrament. Nur, jetzt kommt die andere Seite. Daraus den Schluss zu ziehen, dass andere Weisen des Liebens, des Miteinander-Zusammenseins nicht segenswert sind. Oder wie mir Einzelne geschrieben haben, ich bin nicht mehr des Segens Gottes würdig nach ihrer Auffassung. Das tut weh. Also das tut jetzt wirklich weh, dass dieser Ausdruck, ich bin nicht gesegnet, Gott hat mich links liegen lassen, heißt das ja, das kann nicht sein, da ist das falsch. Und ich frage mich jetzt an dem Beispiel, wie bekommen wir beide Aussagen, die wichtig sind, zusammen? Das kann doch nicht exklusiv sein, das muss doch eine Form geben, wo man sagt, ja, das ist was anderes, aber das können wir so gut sagen und gut leben. Es gibt halt vieles nebeneinander. Auch die Kirche ist eine plurale Gemeinschaft und das ist eben so, da hat man auch unterschiedliche Auffassungen. Aber dass Menschen das Gefühl haben oder in solch einer Äußerung den Satz mit nach Hause nehmen, ich bin nicht gesegnet, das ist verheerend. Also da geht es an die Substanz des Glaubens. Ansonsten würde ich immer noch sagen, lass uns auch über Sexualität streiten und ringen. Sexualität ist ein Stück vom Leben. Da geht es ja viel mehr um Liebe, um Beziehung, um was Menschsein ist, um Gesellschaft auch. Also darüber werden wir sprechen müssen und da können wir sicherlich noch auch alle viel lernen. Ich persönlich wünsche mir gerade bei dieser Thematik vielleicht ein Stück weit mehr Offenheit, weil ich habe viele Paare kennengelernt, die eigentlich das Familienbild total erfüllt haben, die heiraten wollten und zusammen sein wollten und Kinder großziehen wollten. Und vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, dass man mit der Zeit da sich in eine Richtung bewegen wird. Also ich stelle ja fest, gerade die Sprache verändert sich ja, die sogenannte Gendersprache, regen sich wahnsinnig viele Leute drüber auf, aber das ist ja ein Ausdruck für eine neue Generation, die die digitalen Räume richtig nutzt und eine neue eigene Wahrnehmung zum Ausdruck bringen möchte. Und das erzeugt unglaublich große Reibungsflächen. Und so gibt es auch viele Bereiche, wo ich mir vielleicht in der Kirche auch ein Stück weit Offenheit einfach, wie Sie das gerade dargestellt haben, wünsche und man nicht sakrosankt in eine Thematik reingeht und so eine Stimmung verbreitet, dass sich Leute ausgegrenzt fühlen, sondern dass man vielleicht in der Komplexität der Glaubenslehre und in der Weiterentwicklung der Gesellschaft einen Kommunikationskanal herstellt, um miteinander zu sprechen und zu gucken, was ist denn wirklich das, was vielleicht mit Blick nach vorne lösbar ist oder umsetzbar ist. Kann ich nur unterstützen. Zwei Punkte sind ja drin, dass Sie sagen. Das erste ist, alles, was wir sagen, müssen wir auch deuten, erklären, verständlich machen. Dann kann immer einer noch sagen, das teile ich nicht oder so. Ja, aber er muss es zumindest verstehen können, das würde ich sagen. Und dann können wir auch in ein Gespräch kommen, dass wir nicht immer allen einer Meinung sind. Okay, aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Zweite ist, Kirche ist für mich eine große Lerngemeinschaft. Das waren schon die jungen Christen, die haben vieles gelernt. Und wir hören nicht auf zu lernen, wie wir das Leben gestalten, wie wir es verändern, wie wir es miteinander machen, wie wir nebeneinander klarkommen. Wir müssen lernen. Das wird nie aufhören, das ist anstrengend. Da sagt man lieber auch, wir machen so, wie es klar ist, wie es immer war. Aber das ist lebensfeindlich. Und das Dritte ist, auch in der Kirche, aber ich glaube, das ist auch eine große Problematik der Gesellschaft, gerade in Berlin. Da gibt es inzwischen immer mehr Räume, die so nebeneinander stehen, ja, Gruppen, die nebeneinander stehen. Also und jeder klopft sich in seiner Gruppe auf die Schulter, was sind wir gut, ja, und was seid ihr dumm, ihr seid noch nicht so weit.
Und das halte ich für verheerend, wenn wir nicht auf Dauer auch zum Austausch kommen. Richtig. Von Menschen und Gruppen, die nicht einer Meinung sind. Dann ist das ein ganz beharrendes und lebensfeindliches Umgehen. Das hoffe ich, dass wir das in der Kirche wie in der Gesellschaft überwinden. Da sehe ich eine große Gefahr heutzutage. Ja, aber Herr Erzbischof, also für mich ist es halt eben so, dass ich trotzdem feststelle, Sie haben ja gesagt, dass die Kircheneintritt oder das Austritt- und Eintrittsverhältnis der Kirche in Berlin im Vergleich zu andernorts erfreulicher ist. Also erfreulich kann ich das nicht nennen bei so vielen Austritten, ja. Wobei ich erlebe ja, wie viele austreten, wenn sie nach Berlin rüberkommen aus dem katholischen Rheinland oder Bayern, dann sieht man, wie echt die Bindung dort auch ist. Also da mache ich. Also okay, eine Abkehr hat auch möglicherweise tatsächlich auch mit bestimmten Themen zu tun. Wir haben jetzt gerade über Homosexualität gesprochen. Sicherlich gibt es das Thema Kindesmissbrauch, ist auch eine schmerzhafte Erfahrung für viele Leute, die das erlebt haben, aber auch andere, die Zeugen sind, sehr, sehr umtreibt. Warum fällt das so schwer, eine kommunikative Brücke zu denjenigen, die darunter leiden, aufzubauen? Warum ist da immer auf der einen Seite die Amtskirche und dort diejenigen, die darunter leiden? Warum ist der Gesprächsfaden so schwer herzustellen zwischen denen, die Hilfe brauchen und denen, die Hilfe geben könnten aus der Sicht derer? Also zunächst einmal auch die Amtskirche, von der Sie sprechen, also meine wahrscheinlich die Bischöfe oder Priester mit, ist eine sehr plurale Größe. Das erleben wir ja gerade in Deutschland. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie einmal eine Bischofskonferenz sind, wie da manchmal die Fetzen fliegen gegeneinander, andere Thesen. Also eine homogene Größe ist das nicht. Das sieht man in allen, fast allen, gerade in ethischen Fragen. Wir sind gut miteinander verbunden in Glaubensfragen, das würde ich schon sagen. Dann gibt es zu vielen Fragen natürlich auch, wenn man eine offene Gesellschaft, offene Kirche haben will, unterschiedliche Positionen. Auch das muss man aushalten. Und wer die Armen sind, die am Rande sind, das ist ja auch unterschiedlich wahrgenommen. Ich zum Beispiel sehe eine Gruppe, die komischerweise kaum eine Lobby hat, auch nicht in Berlin, das sind die Kinderreichen. Viele Kinder sind, die auch unter mancher Finanzierungs- und Steuerfrage wirklich eher leiden. Die hat keine Lobby. Ja, es gibt andere Gruppen, die sind stolz darauf, dass sie Minderheit sind, weil sie als Minderheit sich gut präsentieren können. Aber es gibt viele andere Gruppierungen, finde ich, die wirklich arm am Rand sind. Das ist für die Kirche deshalb schlimm, weil die Kirche von diesen Leuten lebt. Ich glaube, dass in diesen Leuten jetzt theologisch Gott da ist und uns Kraft gibt. Die gehören in die Mitte. Das ist das Hauptproblem für mich am Missbrauch, dass wir Gott missbrauchen und Gott in diesen Menschen. Die gehören in die Mitte hinein. Das ist der eigentliche Kehrtwende, die wir vollziehen müssen. Das ist ungewohnt. Das bringt manches dann auch an schwierigen, an neuen Lernerfahrungen. Aber ich halte das für unumgänglich. Das ist eine Kehrtwende. Ich erinnere mich noch, als ich die Band Die Priester ins Leben gerufen habe, da gab es ja damals schon eine sehr harte Stimmung gegenüber der Kirche. Da ging es auch schon um Missbrauchsfällen. Das war so 2009, 2010. Deswegen habe ich damals die Gruppe Die Priester ins Leben gerufen, um aber die andere Seite zu zeigen. Ich persönlich bin ja, wie Sie wissen, bei den Salesianern groß geworden. Und ich habe halt eben in meinem Leben auch ganz tolle Menschen kennengelernt, die Priester waren. Also Pater Oerder zum Beispiel, der hat sich meiner angenommen und auch sich um meinen Bruder gekümmert. Pater Reinhard Gesing, der ist jetzt Chef der Salesianer Don Boscos in München. Und der hat mich damals echt krass auch erzogen. Ich weiß auch ganz genau, als ich 17, 18 Jahre alt war, ich hatte Fragen, manchmal wusste ich auch nicht weiter und hatte wirklich lange Spaziergänge gemacht und mit einem geredet und dann echt supportet und geholfen. Es ist aber, diese Geschichten finden leider keinen Raum mehr, ja, weil diese Taten, die passiert sind, im Grunde genommen alles abschatten und vieles Gutes, was passiert in den Gemeinden, nicht mehr durchkommt. Und viele, die das auch echt verdient hätten, dass ihre Arbeit gesehen wird, das nicht mehr durchsetzen können. Was sagen Sie denen? Also zunächst einmal, um das klar zu sagen, Kindesmissbrauch ist ein schweres Verbrechen. Ich spreche viel mit Menschen, die missbraucht worden sind und merke, wie bei einigen das ganze Leben dadurch geprägt und manchmal zerstört ist. Weit mehr als ein körperliches, seelisch, fast das ganze Leben, das ist grausam. Da gibt es auch keine Entschuldigung. Ich glaube, dass die Kirche zu Recht da besonders hart angegangen wird, weil das ihrer Botschaft und ihren Worten nun völlig widerspricht. Also Gott ist ein Kind geworden, ja. Also es gibt also überhaupt keine, nicht die entfernteste Möglichkeit, das irgendwie in eine Verbindung zu bringen. Natürlich ist es in so einer Gesellschaft so, dass sie leichter über das Böse sprechen und das immer in den Schlagzeilen haben als das Gute. Das ist so. Und natürlich kann ich auch 100-mal sagen, schauen Sie einmal die Missbrauchszahlen in Berlin an, wie viele das sind. Schwerste Kindesmissbrauchfälle pro Jahr, knapp 400, ja. Aber nochmal, dass wir das tun, ist ein Verbrechen. Nur
Vertrauen gewinnt man nicht über Verbrechensbekämpfung. Vertrauen gewinnen wir nur, indem wir hoffnungsvoll leben, wie die Patrice gesagt hat, liebevoll leben. Persönlichkeiten sind kreativ, die etwas ausstrahlen, die von der Freude des Evangeliums ausstrahlen. Und da bin ich ganz sicher, dass viele Christen, auch viele Salesianer, ich bin mit Don Bosco auch sehr nah, ich kann Ihnen gleich auch sagen, warum, aber dass die in ihrem persönlichen Umfeld, in den Menschen, die sie begegnen, in ihren Häusern, in den Jugendzentren, so viele begeistern und lächeln lassen, auch wenn es in keiner Zeitung steht. Das war aber nie anders, wird auch nicht anders sein. Aber das ist das Wichtige, nicht? Meinen Sie, dass manchmal ein Zeichen, eine Handlung nicht doch vielleicht etwas auslösen kann? Wir haben beispielsweise erlebt, dass die Bundeskanzlerin ohne Not, also von sich aus sozusagen eine Situation aufgegriffen hat, wo sie vielleicht das hat möglicherweise mit politischen Mitteln hätte hinauszögern können oder jemand anders vorschicken können, hingegangen ist und wirklich um Vergebung gebeten hat und gesagt hat, es ist meine Schuld, ich übernehme die Verantwortung. Das finde ich sehr gut grundsätzlich, ja. Das ist aber nicht nur eine Geste, das ist eine Haltung. Und es kommt natürlich immer darauf an, wer was wie sagt und will ich den Personen annehme. Ich glaube schon, dass da auch Glaubwürdigkeit hintersteht. Und die Menschen wollen doch eigentlich gar nicht perfekte Menschen haben, abgesehen davon, dass das so nicht gibt, sondern Menschen, mit denen sie auch leben können. Und dazu zählen Fehler und Vergebung dazu. Also es ist, wir wären eine brutale, menschenverachtende Gesellschaft, wenn nicht der Schuldige, der von Vergebung lebt, und das sind letztlich wir alle, darin leben kann. In unserem christlichen Glauben hat ja Vergebung sehr viel auch mit Gebet zu tun, innere Einkehr, Reflexion und dann auch Reue verspüren. Ich persönlich habe ein Gebet, was mich am meisten berührt, mein Lieblingsgebet, würde ich sagen. Das hat mir damals Pater Oerder, da waren wir in Flossenbürg, und dort hat er mir dieses Gebet von Dietrich Bonhoeffer: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Du bist mit uns am Abend und am Morgen, ganz gewiss an jeden neuen Tag. Das hat er geschrieben, kurz bevor er von den Nazis seiner Zeit hingerichtet wurde. Und was mich total begeistert hat, war diese Aufrichtigkeit, die in diesen Worten steckt im Angesicht des Todes. Dass er wirklich weiß, dass es zu Ende geht und sich da hinsetzt und diese, wie ich finde, wirklich extrem berührenden Worte aufgeschrieben hat. Was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsgebet? Ich bete sehr gern ein einfaches Gebet, das auch ein wiederkehrendes, mir Ruhe schenkendes Gebet ist, ist der Rosenkranz, den ich immer bei mir habe. Das ist ein bunter Rosenkranz, den ich immer in der Tasche trage. Für jeden Kontinent ist ein Gesetz, also für Australien, hier für Amerika, hier unten, den Weißen für Deutschland, für Europa. Und ich bete ihn jeden Tag. Das hat für mich auch etwas ganz Inniges. Ich komme in einen Ruherhythmus da rein und ich bete das schon immer. Also das ist für mich ja ein Stück Wegbegleiter geworden. Jetzt ist Ostern, das Fest der Hoffnung und Erneuerung. Vor allen Dingen auch das Fest der Zuversicht. Wie sehr muss sich jeder Einzelne von uns erneuern, beziehungsweise auch die Kirche erneuern, um für viele ja auch optimistisch, mit Gottvertrauen gesegnet, auch weiterhin eine Kraftquelle der Zukunft zu bleiben? Ja, das Wort Zuversicht ist schön, weil in dem Wort Zuversicht etwas ausgedrückt. Das hat mit Sehen, mit Sicht zu tun. Sicht. Und ich glaube, wir müssen sehen lernen. Ostern ist zunächst mal für mich ein Fest der Dankbarkeit. Also die Jünger erleben, dass der Stein weggerollt ist vor dem Grab. Bildlich gesprochen. Ja, der Stein von meinem Leben ist weg. Ich kann wieder rausgehen. Ich kann anfangen. Wie viel Schönes, Gutes gibt es in meinem Leben? Wie viele Steine sind weggerollt? Wie viele Menschen helfen mir, mal die Steine wegzunehmen, dass ich wieder gehen kann? Dass ich aus der Enge des Grabes, bildlich alles gesprochen, rauskomme in die Weite. Ich glaube ganz gewiss, erstmal ist es eine Frage des Sehens und dann kommt die Freude. Die Freude erreicht man nicht direkt, sondern sie ist etwas, was einem geschenkt wird, was einem widerfährt durch andere Menschen, durch Widerfahrenisse, durch Leistungen, die ich gut bringen kann. Und dann weitet sich das Herz. Das ist eine Weite des Herzens. Und das ist die Osterbotschaft, dieses Leben, dein Leben ist weit, ist weit. Darauf vertraue ich, dass die Menschen das gerade an solchen Tagen sehen und spüren. Wir feiern das mit den zwei Grundsymbolen der Osternacht, dem Licht. Die Kerze wird im Dunkeln angezündet, die Osterkerze, und dem Wasser. Wasser ist Leben, ist Frische, ist Dynamik. Das ist Ostern. Herr Erzbischof, wir kommen schon langsam zum Schluss und hätten dann sozusagen drei Sätze, die Sie bitte zu Ende führen. Ja? Die größten Sorgen bereiten mir gerade, dass wir Christen die frohe Botschaft
in dieser Zeit, in diesen Tagen, in diese Gesellschaft kaum bringen können. Wir könnten alle besser leben, wenn? Wenn wir miteinander leben würden. Für die Zukunft unserer Kinder wünsche ich mir konkret, dass? Sie lächeln können und Menschen finden, die ihnen zulächeln. Das war's. Alles Gute, es war eine Freude, eine große Freude. Ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Bleiben Sie wohlbehütet. Vielen, vielen Dank. Ja, wir sprechen uns bald, ja? Passen Sie auf sich auf. Tschüss. Ich möchte mich ganz herzlich bei Erzbischof Dr. Heiner Koch bedanken. Es war ein sehr anregendes, aber auch super ehrliches und tolles Gespräch. Wenn euch das ebenfalls gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like schenkt. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt das in die Kommentare rein. Und wenn ihr mir weiter folgen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich wünsche euch was. Ich küsse eure Herzen.